Da können Intels Verkaufszahlen im Do-it-yourself-Bereich noch so schwach sein. Intel ist wieder die Nummer 1. Hallo Intel-Freunde und willkommen zu einem weiteren News-Video an diesem wunderschönen Mittwoch. Die Sonne strahlt, der Frost gibt alles und ich sitze ein Glück in meiner warmen Bude und produziere mal wieder ein neues News-Video für euch. Denn ja, trotz dass die RTX 4070 Super nun released worden ist und auch die ganzen Tests online sind, sollte man nicht meinen, dass es nun kaum noch News zu berichten gibt. Denn wie immer habe ich natürlich die besten News der letzten beiden Tage für euch zusammengestellt und ja, Intel ist wieder die Nummer 1. Ja, mir ist klar, Intel-Freunde gibt es nicht mehr allzu viele unter meinen Zuschauern. Das ist zum einen an der doch sehr schwachen Verkaufszahlen der Intel A-Grafikkarten zu erkennen, die aber durchaus dann doch noch eine gewisse Sympathie bei euch haben. Aber auch an den ziemlich schwachen Verkaufszahlen von Intel-CPUs im Do-it-yourself-Bereich, worauf wir übrigens gleich noch eingehen werden. Und daher könnte man jetzt natürlich den Eindruck bekommen, dass es Intel schlecht ginge, dass Intel auf dem absteigenden Pin ist. Aber nichts da. Nicht erst einmal habe ich nämlich erwähnt, dass Intel weltweit in allen Einzugsbereichen zusammengenommen, nämlich trotzdem AMD und sogar Nvidia ganz locker in die Tasche stecken kann. Und genau das belegt nun auch die neue Pressemitteilung von Gartner zur aktuellen Situation auf dem Halbleitermarkt. Insgesamt geht es dem Markt nämlich gar nicht so gut wie gedacht, denn 2023 sind die Umsätze um ganze 11% eingebrochen. Wobei, das klingt jetzt schlimmer als es eigentlich ist, denn vorher war ja der Corona-Hype und die dadurch verursachte Chip-Krise. Der konnte nicht mal so viel produziert werden, wie gebraucht wurde. Das kann 2023 natürlich unmöglich wiederholt werden. Großes Problem sind aber die Umsätze im Speicherbereich. Diese gingen drastisch zurück, daher steigen die Preise aktuell auch enorm an. Insgesamt ist es so, dass nur 9 von 25 Unternehmen letztes Jahr ein Umsatzwachstum verzeichnen konnten, aber wie gesagt, da verweise ich nochmal auf die Corona-Zeit. Was aber schon heftig ist, dass ausgerechnet Intel wieder den ersten Platz unter den Halbleiterherstellern nach Umsatz einnehmen konnte. Hier hat Intel nun wieder Samsung verdrängt und es sich auf dem Thron so ein bisschen gemütlich gemacht. Und das trotz, dass Intel immerhin 16,7% weniger Umsatz machte. Ja, hier ist Samsung einfach noch mehr eingebrochen. Nvidia selbst ist übrigens nur auf den 5. Platz und das klingt für uns GPU-Fans ja erstmal schwach. Trotzdem ist Nvidia einer der Gewinner dieser Liste, denn Nvidia hat einen Sprung vom Platz 12 auf 5 gemacht mit unfassbaren 56,4% mehr Umsatz. Nur bei AMD hat sich rein gar nichts getan, ein wenig Umsatzeinbruch zwar, trotzdem bleibt der 7. Platz gefestigt. Ja, und wir sehen ganz gut, alle drei liegen noch weit vor Apple, was man normal gar nicht so meinen mag. Tja, ich kann es nur wiederholen, der Do-it-yourself-Markt ist für Intel ein eher unwichtiger Bereich. Solange Intel weiterhin den Server-, Mobile-, OEM-Markt und so weiter beherrscht, hat AMD nämlich ein ziemlich großes Problem. Übrigens, kein großes Problem haben jetzt alle, die ein neues Windows benötigen, denn da habe ich was für euch. Es soll Zuschauer geben, die meinen Dauersponsor und Lieblings-Keystore VIP-SCD-Key noch nicht kennen. Das wollen wir aber schnellstmöglich ändern. Denn bei VIP-SCD-Key bekommst du neben Keys für PC-Games auch massenweise an Software. So natürlich auch die beliebten Bestseller. Der eine ist natürlich Microsofts Windows 10 Pro, das ihr übrigens weiterhin kostenlos auf Windows 11 upgraden könnt. Oder ihr nutzt einfach direkt den Key zur Windows 11 Installation. Schlanke 19,48 € werden fällig, aber mit dem Rabattcode SKMonty10 gibt es nicht 10, sondern unglaubliche 25% Rabatt und euer Windows 10 Pro kostet nur noch 14,61 €. Das gleiche machen wir mit Office 2019 Professional Plus. Aus 58,59 € werden so kurzerhand sparsame 43,94 €. Günstiger geht das fast nirgends. Ja, und dann klickt ihr auf Bestellung absenden, wählt möglichst PayPal als Zahlung aus und in wenigen Minuten habt ihr euren Key und könnt ihn direkt aktivieren. Einfacher geht's nicht. Die Links findet ihr selbstverständlich in der Videobeschreibung. Nun viel Spaß mit VIP-SCD-Key. Trotz allem, der Do-it-yourself-Markt ist quasi für Intel aktuell verloren. Da kann auch die 14. Generation nicht viel dran ändern. Ganz schwierig könnte es aber übrigens werden, wenn AMD seine neuen Ryzen 9000 auf den Markt geworfen hat. Wobei hier noch Ryzen 8000 für dieses Jahr denkbar ist, es ist aktuell noch ja relativ schwer einzuschätzen.
Aber es könnte durchaus noch 2024 soweit sein mit den neuen Zen 5 CPUs von AMD für den Desktop. Denn laut einer Nachfrage von Kepler L2 bei Peter Witzemeier auf Twitter ist Zen 5 aka Granite Ridge bereits in der Massenproduktion angekommen. Und diesem durchaus bekannten Online-Marketing-Manager aus Österreich ist natürlich auch zu trauen. Das gilt aber halt nur für die Desktop-CPUs Granite Ridge, denn Zen 5 wird mit den Epic-CPUs natürlich schon viel eher kommen und sicherlich auch schon im ersten Halbjahr 2024 an den Start gehen. Aber zu Ryzen 8000 bzw. 9000 gibt es natürlich auch schon einige technische Specs von der PC Games Hardware, die ihre Quellen aber leider nicht preisgeben wollen. Egal, auf die Kollegen ist auf jeden Fall Verlass. So sollen die neuen Desktop-CPUs in Sachen Kerne übrigens beim bekannten alten Konzept bleiben. Demnach gibt es maximal 16 Kerne und ganz ehrlich, ein Mehr an Kernen ist aktuell auch überhaupt gar nicht nötig, besonders im Gaming-Bereich. Weiterhin soll es mal wieder eine um 15% höhere IPC geben und Zen 5 anfangs mit 4 Nanometer gefertigt werden. Weiterhin soll die TDP sich auch nicht ändern und maximal bei 170 Watt bleiben. Bei der hohen Effizienz, die wieder mal erwartet wird, sollte das übrigens auch ein leichtes für AMD werden. Beim Cache der normalen X3D-losen CPUs wird sich auch nichts ändern. Hier bleibt es bei maximal 64 MB L3 und 16 MB L2 Cache. In Spielen ist hier also nicht deutlich mehr an Leistung zu erwarten, da werden natürlich wieder die X3D-CPUs ran müssen. Und der Release soll tatsächlich laut diesen Infos schon im zweiten Halbjahr 2024 sein. Was dann aber für die Bezeichnung Ryzen 8000 sprechen würde. PC Games Hardware nennt hier zwar Ryzen 9000, da AMD die Bezeichnung aber im Jahreswechsel ändert, ist davon eher nicht auszugehen. Und wie angekündigt gibt es natürlich auch noch die CPU-Verkaufszahlen von Mindfactory der letzten zweiten Kalenderwoche, die der Tech Epiphany mal wieder zusammengestellt hat. Hier konnte Intel zumindest leicht aufholen mit nunmehr 785 verkauften CPUs, aber keine Chance gegen AMD mit 5320 und damit 87% Anteil. Trotzdem ist das weniger als noch in der letzten Woche mit 90. Bei AMD hat sich trotzdem was getan. Endlich ist der Sockel AM5 mal wieder in Führung gegangen. Und es ist schon ein Witz, dass der AM4 immer noch so stark ist. Die Frage ist nur, ist AMD nun eigentlich stolz darauf oder ärgert es, dass AM5 sich nicht so durchsetzen kann? Ich glaube, ich muss Tante Sue mal anrufen. Bei den Gesamtzahlen gibt es wie erwartet aber kaum große Änderungen. Ganz oben verharrt der 7800 X3D und bewegt sich keinen Schritt Richtung Platz 2. Ganze 1340 Stück wurden verkauft. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es kaum andere CPUs am Markt gibt. Auf Platz 2 auch weiter in der 5800 X3D von AMD mit 570 Stück. Und hier gibt es durchaus einige schnellere Alternativen. Aber dem 5800 X3D ist halt die günstige AM4-Plattform zuzusprechen. Daher sicherlich auch der zweite Platz durchaus verdient. Und mein neuer Liebling könnte echt AMD 7500F werden. Den hatte ich nie wirklich auf dem Schirm. Erst die guten Verkaufszahlen haben ihn bei mir in den Fokus gebracht. Und das offenbar zu Recht, denn aus Preis-Leistungssicht führt aktuell kaum ein Weg an ihn vorbei. Ja, ihr sucht Intel. Na, ihr kennt das doch, da müsst ihr wieder ganz weit unten gucken. Dieses Mal ist aber der 14900K Intels bestverkaufte CPU bei Mindfactory auf Platz 16. Danach der 14700K, wobei beide mit 80 Stück angegeben werden. Ja, ganz ehrlich, da lacht der 7800X3D nur drüber. Und um euch jetzt nicht allzu sehr zu langweilen, guckt euch den Rest einfach ganz in Ruhe im Standbild an. Große Änderungen gab es diese Woche nämlich kaum. Da ist sie endlich, Nvidias GeForce RTX 4070 Super. Und nun darf ich auch alles über diese tolle Grafikkarte erzählen, denn jegliche NDAs sind nun endlich erloschen. Egal ob UVP-Modelle oder teure Custom-Versionen, alle Karten sind nun im Test online und hoffentlich natürlich auch im Handel. Mein Test ist übrigens seit gestern online und natürlich wie immer in der Infobox hier oben verlinkt. Und ich kann euch sagen, wir haben es hier wirklich mal mit einer richtig starken Nvidia-Grafikkarte zu tun, die AMD, glaube ich, ganz schön Probleme bereiten könnte. Denn es ist ja das im Test zum Vorschein gekommen, womit auch alle rechneten. So um die 15% mehr Leistung, je nach Spiel halt. Die älteren 3D-Max kann man aber eh nicht mehr so ganz ernst nehmen. Und das sind nicht nur meine Ergebnisse, meines Tests. Eigentlich sind alle Tests auf dem gleichen Nenner angekommen. Und damit ist die RTX 4070 super überraschend nah an der RTX 4070 Ti, die aber sowieso aus Nvidias Programm fliegt.
Einziger Nachteil, den ich auch ansprach, die 12 GB Videospeicher, die reichen aktuell natürlich noch vollkommen aus. Kein einziges von mir getestetes Spiel kam auch nur ansatzweise in die Richtung. Aber für die Zukunft ist das nicht gerade üppig. Und ja, die 4070 Super kann auch hier und da durchaus für UAD eingesetzt werden, aber dafür sind 12 GB dann schon wieder ein bisschen zu wenig. Auch der Preis ist fair, wenn man den aktuellen Markt zumindest mit einbezieht. Die Karte ist grob 15% schneller als die 4070 und kostet nicht ganz 15% mehr. Von daher auch aus Preis-Leistungssicht, die RTX 4070 Super ist aktuell vorzuziehen. Ganz ehrlich, ja, die 4070 Super ist teuer. Trotzdem hätte Nvidia die 4070 Super gleich genau so herausbringen sollen. Und ja, damit ist es vorbei mit der RTX 4070 als meine aktuelle Nvidia Lieblingsgrafikkarte. Diese wird nun nämlich von der RTX 4070 Super abgelöst, die in allen Bereichen einfach stärker und besser daherkommt. Aber habt jetzt keine Sorge, meine GTX 1070 Ti Stunt Grafikkarte wirst du natürlich nicht ablösen. Wobei, du kannst ja schon mal üben. Es ist schon interessant. Nvidia, die können quasi machen, was sie wollen. Deren 60er Grafikkarten verkaufen sich trotzdem wie geschnitten Silizium. Denn seien wir mal ehrlich, was Nvidia mit den RTX 4060er Karten macht, das stößt unter Experten jetzt nicht gerade auf Begeisterung. Mit der teils schmalen Anbindung kann man ja irgendwie noch leben. Irgendwie werden selbst die 8 GB der 4060 noch verschmerzbar. Aber am schlimmsten ist ja die kaum vorhandene Mehrleistung im Vergleich zu den Vorgängern. Die RTX 4060 Ti ist nicht mal 10% schneller als die RTX 3060 Ti, was ein Witz ist. Da sieht die 4060 mit immerhin 15% ja noch richtig gut gegen aus. Trotzdem, von einer neuen Generation erwartet man ja doch irgendwie mehr. Ja, und dann kommen natürlich auch noch die viel zu hohen Preise dazu. Nichtsdestotrotz verkaufen sich die RTX 4060er Karten verdammt gut. Und zwar so gut, dass laut einer Studie von Danawa aus Südkorea nun die RTX 3060 die Sachen packen muss, um der 4060 Platz zu machen. Denn die RTX 3060 verkauft sich zumindest drüben mittlerweile deutlich schlechter. Schon in wenigen Monaten verkaufte sich die 4060 nämlich besser als die 3060. Hierzulande kann man das aktuell noch nicht wirklich sagen, denn wen auch immer die ganzen Käufer der RTX 3060 geritten haben, die 3060 verkauft sich immer noch blendend bei uns, trotz deutlich besserer Alternativen. Bei der RTX 3060 Ti sank der Marktanteil im Dezember auf nur noch 2,18%. Es waren ein paar Monate vorher übrigens noch über 20%. Und die RTX 3060 liegt nun bei knapp 11% und hier waren es mal 21%. Laut Danawa ist der hohe Preis der RTX 4060 wohl nicht so ein großer Kritikpunkt wie bei den High-End-Modellen von Nvidia. Naja, das mag in Südkorea so sein, hier hört man aber was ganz anderes. Ja, es ist schon ein sehr interessantes Bild und ja, bei den auch hier mittlerweile guten Verkaufszahlen der 4060er Karten kann man Nvidia ehrlich gesagt nicht mal einen Vorwurf machen, denn ihre Strategie funktioniert ja offensichtlich. Trotzdem, die 4060 hat eine zu schmale Anbindung und mit 8 GB zu wenig Speicher. Die 4060 Ti 8 GB ebenfalls, nur die 4060 Ti 16 GB kann noch ein bisschen auftrumpfen, ist aber halt zu teuer. Daher bleibt es dabei, zu einem entsprechenden Preis sind die 4060er Karten durchaus okay, aber aktuell nicht zu empfehlen. Hallo und willkommen zum heutigen Kommentar des Tages. Die RTX 4070 Super, sie ist schon da. Und Ende des Monats kommt ja auch die RTX 4080 Super, die schneller wird und auch etwas günstiger. Und da kommt man durchaus zu folgender Erkenntnis. Ich bin auf die Preisgestaltung von AMD gespannt, ob diese zum Teil auch nochmal angepasst werden. Ich würde bei dem Preis doch eher die 4080 Super nehmen statt 7900 XTX. Und da hat der Aktenachim schlicht und einfach recht. Sollte sich die 4080 Super bei, sagen wir mal so, unter 1.100 € einpendeln, ist diese durchaus eine mindestens gleich gute, wenn nicht sogar bessere Wahl als die 7900 XTX, die aktuell immerhin knapp unter 1.000 € kostet. Sie wird dann nämlich durch die Bank auch im Rasterizing schneller sein und im Raytracing sowieso deutlich schneller. Ja, und das kann man sich durchaus mal 100 € Aufpreis kosten lassen, würde ich sagen. AMD muss hier also zeitnah reagieren und ich denke, AMD wird das auch machen. Die 7900 XTX ist eine super Grafikkarte, aber halt nur, wenn der Preis stimmt. AMD hat nämlich leider nicht den guten Namen wie Nvidia und verkauft sich auch bei deutlich zu hohen Preisen. Und ein weiteres Mal, RTX 4000 Super, es nimmt einfach kein Ende. Denn sogar in der letzten Umfrage ging es darum, denn ich wollte von euch mal wissen,
Welche der neuen RTX 4000 Super Grafikkarten ist dein Favorit? Ich habe hier mit einem deutlich besseren Ergebnis für die 4070 Ti Super gerechnet, aber naja, 49% sind trotzdem aller Ehren wert. Und ja, die 4070 Ti Super wird sicher eine ganz tolle Grafikkarte. Aus Preis-Leistungssicht tippe ich aber, dass die 4070 Super ein bisschen besser dasteht. Nur 21% sind eigentlich zu wenig, denn ja, ich gebe es zu, sie ist mein klarer Favorit aktuell bei Nvidia. 12 GB Videospeicher hin oder her. Aber am liebsten würde ich schon auch eine RTX 4080 Super besitzen. Wenn ich schon keine 4090 habe, dann doch zumindest diese. Und die 4080 Super ist mit 30% sogar auf dem zweiten Platz. Tatsächlich ist mein Liebling auf dem letzten Platz, aber wisst ihr was, das ändert nichts an meiner Meinung. Weiterhin bin ich aber der Meinung, dass mein Kanal durchaus noch so ein paar mehr Abos vertragen könnte. Die 200.000, die sind zwar noch nicht mal ansatzweise in Sicht, aber ihr könnt mir zumindest ein wenig dabei helfen, dem näher zu kommen. Das kostet übrigens gar nichts, außer vielleicht einem kleinen Klick oder Wisch. Ja, und das nächste Video gibt es natürlich wie bekannt am Freitag um 17 Uhr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.